Naja, nein, 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 nein. Es gibt noch eine andere Herangehensweise, das ist richtig. Ich hatte ja, bin ja so vorgegangen, dass ich gesagt habe, wir werden mal das hier alles einzeln entwirren. Manchen gefällt folgende Möglichkeit besser. Ich habe dazu schnell nochmal die Schaltung etwas verkürzt. Zum Gelben. R1 und 2 und R3. R1, 2, das lässt sich gut erkennen, liegen in Reihe. Und dieser Gesamtwiderstand liegt parallel zu R3. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir die Schaltung so vorstelle, R6, R5, R4 lasse ich. Ne? R6, R5, R4 habe ich gelassen. Und R1, 2, 3 habe ich ersetzt durch diesen Widerstand. R1, 2, 3. So kann man sich die Schaltung letzten Endes auch aufdrehen. Rein berechnungsmäßig müssen wir das aber so oder so anders machen. Also müssen wir wirklich mit den Formeln rangehen und die Formeln einzeln aufschreiben. Ich habe praktisch als hier dieses R1, 2, 3 habe ich als Ersatzschaltung genommen für diese Kombination aus Parallelschaltung eines Widerstandes R3 und dieser beiden in Reihen geschalteten Widerstände. Und genauso könnte ich dann sagen, da die beiden ja hier in Reihe liegen, R3 und R4, ne? R3 und R4, R1, 2, 3 und R4, die liegen beide in Reihe, das habe ich hier in der Formel so ausgedrückt, könnte ich auch die als einzelnen Widerstand darstellen, also zum Beispiel, dass ich dann sage, das ist also hier R6, ich verzichte jetzt mal auf den Rest und R5 dazu. Ist und jetzt kommt R1, 2, 3, 4 wieder als Ersatzschaltbild einen einzelnen Widerstand hingemalt. R1, 2, 3, 4. So kann ich also praktisch die ganze Sache immer mehr verkürzen. Das war R5. Und auch, pardon, und auch das kann ich jetzt letzten Endes wieder, diese Parallelschaltung, so wie ich sie hier in der Formel schon angedeutet habe, Parallelschaltung, kann ich dann als dieses Ersatzschaltbild so zeichnen. R6 haben wir hier und hier ist R6 ja in Reihe geschaltet mit dieser Widerstandskombination. Also schreibe ich dann hier in diesem Fall dran R1 bis 5. So könnte man es auch aufdrehen. Aber jetzt zur Berechnung. Jetzt setze ich einfach mal willkürlich ein paar Werte ein. Und zwar R1 sei 2 Ohm, R2 3 Ohm, R4 5 Ohm. Ich wähle das jetzt wirklich total willkürlich aus. R5 10 Ohm und R6 100 Ohm. Ich könnte auch mit Kiloohm oder sonst was arbeiten, das ist jetzt aber nicht das Gefährliche. Ach, R3 habe ich vergessen. R3 sei dann 1 Ohm. So. Jetzt gehe ich an meine Formeln ran und sage ganz einfach: R1, 2 ergibt sich aus R1 und R2. Also, die beiden zusammen ergibt R1, 2 ist gleich R1 plus R2. Demzufolge ist das 2 Ohm plus 3 Ohm, das kann ich direkt so hinschreiben. Immer schön die Einheiten mitschreiben, denn wenn jetzt Kilo Ohm stünde, müsste ich wieder umwandeln, so wie bei Meter und Kilometer. Und das ergibt 5 Ohm. 5 Ohm. Jetzt hatte ich gesagt, R1, 2, 3. Die Parallelschaltung aus R1, 2 und R3. Schreibe ich das also hin. Dieser und dieser zusammen ergibt 1 durch R1, 2, 3, direkt so hinschreiben, ist 1 durch R3. Die Formel schreibt man zuerst ab und setzt dann ein, plus 1 durch R1, 2. Letzten Endes wieder leicht. 1 durch R1, 2, 3 ist gleich 1 durch R3. R3 war 1 Ohm. Haben wir Glück gehabt. 1 durch 1 Ohm. Naja, Glück gehabt, vorsichtig. Plus 1 durch 5 Ohm. Jetzt aufpassen.
Jetzt haben die unterschiedliche Namen, Nenner, kann ich auch sagen, das sind Brüche. Ich darf jetzt nicht hier plötzlich alles umdrehen. Jetzt mache ich hier in diesem Fall, ich mache es mal mit Rot, 1 durch 1, das ginge, ein Eintel und hier habe ich ein Fünftel. Jetzt frage ich mich, wie viele Fünftel sind das? Das geht am leichtesten. Also mache ich hier Fünftel draus und demzufolge habe ich so erweitert. Jetzt kann ich zusammenzählen. Jetzt geht es weiter mit normaler Farbe. Dann ergibt das 5 und 1 sind 6 Fünftel Ohmtel. 6 durch 5 Ohm ist gleich 1 durch R1, 2, 3. Das geht. Jetzt kann ich nämlich stürzen. Wenn ich auf beiden Seiten reine Brüche habe, sage ich, ich stürze. Das ist eine alte Technik. Das ist nicht weiter schlimm. Das heißt, ich drehe direkt um. Dann habe ich also 5 Sechstel Ohm. Das Ohm kann ich dahinter schreiben. Das stünde jetzt oben auf dem Bruchstrich. Ist R1, 2, 3. Das durch 1, das kann ich mir ja schenken. Das ist nicht nötig. So, jetzt habe ich diesen Widerstand ausgerechnet und jetzt wird es relativ leicht. Ja, die Punkte wegmachen. Was man auf jeden Fall machen sollte, man sieht Zwischenergebnisse unterstreichen. Doppelt unterstreichen, damit es nicht mit einem Bruchstrich oder dreifach unterstreichen oder was auch immer. Damit es nicht zu verwirrend wird. Jetzt gehe ich weiter und sage, wie errechne ich R1, 2, 3, 4? Ist eine Reihenschaltung aus R1, 2, 3 und R4. R1, 2, 3, 4. Jetzt wird es unübersichtlich. Normalerweise schreibt man das ein bisschen besser untereinander, geht hier nicht. R1, 2, 3, 4 ist also eine Reihenschaltung aus R1, 2, 3 plus R4. Letzten Endes wieder genauso leicht. Das ist gleich, also R1, 2, 3, 4 ist gleich R1, 2, 3 hatte ich. Das sind 5 Sechstel Ohm. Und R4, was hat man nur gesagt, sind 5 Ohm. Sind 5. Und jetzt mache ich schon mal Folgendes. Ich schreibe 5 Eintel Ohm. Das geht nämlich dann leichter. Wenn ich dann weiterrechnen will, geht das wie folgt. Ich mache jetzt direkt hier drunter weiter. Ich mache jetzt hier, bilde ich wieder einen gleichen Nenner nach üblichen Verfahrensweisen. Ich nehme Sechstel, also nehme ich mal 6. Und hier hätte ich dann eine 30 stehen. R1, 2, 3, 4 ist demzufolge gleich 5 und die 30, das sind 35 Sechstel Ohm. Natürlich, ein Techniker, dem kann ich nicht sagen, 35 Sechstel Ohm, das sind rund 6 Ohm, das weiß ich also. 36 durch 6 wären 6, knappe 6 Ohm. Das ist jetzt aber nicht so nötig. Das kann man danach immer noch gerne mit dem Taschenrechner nachrechnen und einen echten Widerstandswert in Kommazahlen oder Dezimalzahlen ausdrücken. Gut, nächstes Zwischenergebnis. R1, 2, 3, 4. R1 bis 5 brauchen wir. Ist wieder eine Parallelschaltung. R1 bis 5. Also heißt es, ich mache hier drüben weiter. 1 durch R1 bis 5 ergibt sich, und jetzt setze ich mal gleich ein, damit erstens das Video nicht zu lang wird und ich nicht so viel schreiben muss in diesem Fall. 1 durch R5. 1 durch R5 hatten wir gesagt 10 Ohm. Ich sage mal aus Spaß 10 Ohmtel. Plus, und jetzt kann ich direkt, und jetzt kommt nämlich wieder der Vorteil der Brüche, 35 Sechstel Ohm. Ist das richtig? Vorsichtig, ich muss das Reziproke davon bilden. Das war also nicht richtig, so geht es nicht. Ich muss dann wirklich gleich sagen, 6 35. Ne? Der reziproke Wert von 35 Sechstel ist 6 35. Und das Ohm, was vorher hier eigentlich auf dem Bruchstrich stand, das Ohm rutscht gleich wieder mit runter. Jetzt sind die Nenner beinahe gleich, aber einfachster Wert. Wir können uns jetzt hier die ganze Sache ein bisschen erleichtern, indem wir mal kürzen. Durch 5 ist 7. Aber hier kann ich nicht kürzen, also hätte ich 5 Sechstel, das wäre unnötig. Ich sage immer gerne, sowas ist Schmuck am Nachthemd. Einfacher, wir bilden hier ganz einfach einen gemeinsamen Hauptnenner, der heißt 350. Also 1 durch R1 bis 5 ist gleich.
Jetzt 350. Hier muss ich mit 35 erweitern. 35, 350. Und Ohm. Nochmal kürzen in Gedanken. Durch 35 ergibt eine 1, durch 35 ergibt eine 10 unterm Bruchstrich. Und hier sage ich einfach 60 350 dazu. Durch Ohm. Jetzt ist das wieder relativ fix gemacht. R1 bis 5 steht hier unterm Bruchstrich. 35 und 60 ist 95 durch 350 und Ohm. Und ich kann wieder stürzen. Man sagt richtig stürzen dazu. Das ist ein alter Ausdruck. Sodass das, wenn ich das stürze, R1 bis 5 ergibt. Und das ergibt 350 95. Ohm. So, hier sollte man auf jeden Fall kürzen. Das geht besser. Hier bietet sich an, durch 5 zu kürzen, sich so ranzutasten, weil die ja beide durch 5 teilbar sind. 95 durch 5. Ein alter Trick. Etwas durch 5 ist genauso gut wie mal 2 durch 10. 95 mal 2 ist 190, durch 10 sind 19. Und das durch 5 ist leicht. 70 Neunzehntel Ohm. Also, der richtige Wert wäre, der gebräuchlichere Wert wäre 70 Neunzehntel Ohm. So, jetzt kommt noch die Gesamtschaltung. R1 bis 6 ergibt sich als Reihenschaltung. Ne? Das hatte ich mir vorher so überlegt. Ich kann jetzt mit den Formeln direkt arbeiten. Also, R1 bis 6 ergibt sich aus der Reihenschaltung von meinem bisherigen Wert, also aus 100 Ohm plus 70 Neunzigstel, 19. Ohm. Naja, wenn ich mir hier wieder denke, hier steht ein stiller Bruchstrich und hier ist eine, ach, mache ich einen Bruchstrich dick, hier ist 101. Ja, dann nehme ich die ganze Sache hier in diesem Fall oben und unten mal 19. Dann habe ich also hier ein Neunzehntel und hier habe ich 19 und zwei Nullen dran. Nochmal 100 heißt einfach zwei Nullen hinten ranhängen. Jo, dann ist R1 bis 6 gleich 1970 Neunzehntel. 1970 Neunzehntel Ohm. So, und wenn ich das jetzt so mit den Brüchen relativ einfach und ohne Taschenrechner hinbekommen habe, dann mache ich jetzt noch einen schicken Wert raus, der letzten Endes dann als Gesamtwiderstand auch gut zu akzeptieren ist, indem ich, und jetzt zeige ich gleich nochmal, wie man das durcheinander dividiert, für den, der es vergessen hat, durch 19. Geht leicht, 19, hier vorne die 19, da passt diese 19 einmal rein. Rückrechnen, einmal 19 ist 19, voneinander abziehen, bleibt hier eine 0. Jetzt ziehe ich mir die 7 runter, 7. Da passt die 19 nicht rein, 0 mal rein. Jetzt hole ich mir noch die 0 von der 70 mit dazu. Und in die 70 passt eine 20, gerundet, das geht immer am leichtesten, ganz leicht 3 mal rein. 3 mal 9, jetzt kommt wieder das rückwärtige Multiplizieren. Das braucht man übrigens, dieses Verfahren, später für die Polynomdivision unbedingt. Deswegen sollte man sich immer in solchen Aufgaben hier schnell mal solcher Rechenweise üben. 3 mal 9 ist 27, 3 mal 1 ist 3 und die 2 dazu 57. Schauen wir. Jetzt ziehe ich wieder ab. 10 minus 7 ist 3. Weil ich hier 10 gesagt habe, muss ich hier noch 1 dazu nehmen. 7 minus 6 ist 1. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen genauer rechnen will, dann komme ich jetzt nicht weiter. Jetzt sage ich aber nicht, das ist 0, sondern ich borge mir wieder eine 0. Weil ich die aber hier hinter dem Komma geborgt habe, muss ich hier ein Komma setzen. Also, jetzt heißt das 130 durch 19, ich sage es anders, rund 130 durch 20. Das sind 6 mal, die da reinpassen. 6 mal 9, 54, kleine 5 hinschreiben. 6 mal 1 ist 6 und 5 ist 11. Und jetzt voneinander abziehen. Und jetzt könnte ich dieses Verfahren noch weiter treiben. Ich nehme mal an, das würde genügen. Also ist R gesamt, nämlich R1 bis 6, mit relativ guter Genauigkeit 103,6 Ohm. Und damit ist diese Aufgabe auch auf so eine leichte Art und Weise gelöst. Leicht, ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich so eine Schaltung habe, dann bezeichne ich die zu Anfang mit Widerstandskennzeichen.
Kenngrößen, also mit den dazugehörigen Symbolen R1, R2, R3, R4, R5. Ich kann eine ganz andere Reihenfolge nehmen, aber wenn ich erkenne, das lässt sich immer am leichtesten erkennen, eine Reihenschaltung. Wenn ich eine pure Reihenschaltung erkenne, fange ich ganz einfach hinten an. Es wäre verrückt, von vorne anzufangen. Am leichtesten ist, die Schaltung von hinten aufzurollen, und zwar von der leichtesten Stelle. Dann hatte ich mir, jetzt kommt dieser türkise Pfeil, dann hatte ich mir gesagt, dieses Gebilde ist eine Parallelschaltung aus R3 und dieser kleinen Reihenschaltung. Dann kann ich sagen, das ist als Ersatzwiderstand zu betrachten. R1, 2, 3 liegt in Reihe mit R4. R1 bis 4 liegt parallel zu R5 und so weiter und so fort. Und so kann man diese Sache dann ganz leicht ausrechnen. Ich hoffe, es war verständlich, dass ich hier nicht weitergerechnet habe. Liegt einfach an der Technik. Im Allgemeinen, so genaue Widerstände gibt es kaum in der Technik. Die werden nicht so genau hergestellt. Ist auch nicht nötig. Das kann man mit regelbaren Widerständen dann ausgleichen, wenn es wirklich auf Genauigkeiten ankommt. Das wäre zu teuer. Jo, ich hoffe, es war alles verstanden, und schließe das Video.